Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ja, ich habe wieder ziemlich durchgezogen, weil ich ja gestern ja ziemlich spät erst ins Bett kam, weil ich früh noch ein paar Sachen zu erledigen hatte in der Stadt und habe dann den Schlaf praktisch bis abends 20 Uhr nachgeholt. Dann noch mal so gegen 3:30 eine Pause eingelegt und noch mal so gute 2 Stunden Schlaf reingeholt, sodass ich mal davon ausgehe, dass ich noch Niedersachsen-Bremen heute noch auf jeden Fall den Rest des Nordens fertig bekomme. Ja, es ist wieder jede Menge passiert. Ich höre es immer ploppen. Es wird wieder fleißig gelesen. Ja, wir kommen heute zur 23. Geschichtsstunde mittlerweile schon von Egon mit der zweiten Hälfte des Jahres 1858. Dort wird es wieder etwas politischer. Historisch entscheidende Sachen. Losgehen tut es mit China und dem Wirken der Franzosen und Briten dort, die dort ihr Unwesen trieben im 19. Jahrhundert. Fangen wir mal an, damit es nicht sich zu lange hinzieht. Der 26., 27. Juni 1858. Ungleiche Verträge fortgesetzt. In den Verträgen von Tientsin, die den zweiten Opiumkrieg beenden sollen, verpflichtet sich die chinesische Regierung unter Kaiser Xian Feng, europäische Gesandte in Beijing zuzulassen, weitere 11 Vertragshäfen für den Handel zu öffnen, die Ausübung des Christentums nicht zu behindern, sowie an Großbritannien und an Frankreich umgerechnet 24 Millionen bzw. 12 Millionen Mark Kriegskosten zu erstatten. Außerdem erzwingen die europäischen Mächte die Festlegung von Außen- und Binnenzöllen. Frankreich und Großbritannien erhalten zudem Schifffahrtsrechte auf dem Fluss Shangjiang, auch als Yangtze-Yang bekannt. Auch Russland und die USA setzen gegenüber China weitreichende Ansprüche für sich durch. Die Verträge von Tientsin bilden die Fortsetzung der ungleichen Verträge, die die europäischen Mächte den Chinesen nach dem ersten Opiumkrieg aufgezwungen hatten. So, die Chinesen deswegen setzen sie heute voll auf militärische Stärke. Die wissen schon, wen sie in ihr Land reinlassen oder nicht und wie sie das handhaben. Und man sieht, auch hier waren wieder die Deutschen nicht beteiligt. Ganz andere haben da ihre Kolonialkriege geführt und das mit allen Mitteln, ne? Hier haben wir noch ein Bild dazu. Vertreter Englands und Chinas unterzeichnen am 26. Juni den Vertrag von Tientsin, der den zweiten Opiumkrieg beendet. Sitzend von links Watana, Lord Elgin, Kwai Ling und Lord Seymour. Holzstich 1858. Ich glaube, man kann das gut sehen. Da haben wir das Bild. Ich hoffe, man hat es gut sehen können. Und weiter geht's mit dem 20. Juli 1858. Da geht's wieder nach Europa. Cavour findet Verbündeten. Bei einem Geheimtreffen in Plombières in den französischen Vogesen sagt der französische Kaiser Napoleon III. Dem Ministerpräsidenten von Sardinien Piemont, Camillo Graf Benso von Cavour, Hilfe für die italienischen Einigungsbestrebungen zu, falls es zu einem Krieg mit Österreich kommt. Cavour verspricht im Gegenzug die Abtretung von Nizza und Savoyen an Frankreich. Ende des Jahres schließen beide Seiten einen entsprechenden Vertrag, um sich abzusichern. 29. Juli 1858. Japan muss sich öffnen. Townsend Harris, seit 1856 erster Konsul der USA in Japan, handelt mit der Regierung in Edo, heute Tokio, den nach ihm benannten Harris-Vertrag aus. Japan verpflichtet sich darin, unter anderem 6 weitere Häfen für den Handel mit den USA zu öffnen.
Das Abkommen, dem noch im selben Jahr Verträge mit Russland und Frankreich folgen, bildet die Grundlage für die wirtschaftliche Durchdringung Japans durch die Westmächte im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts. Hat man ja schon mal in so einer Großzusammenfassung in einem Bericht gehört, hat natürlich der Amerikaner wieder mit Kriegsgetrümmel und ja, Bedrohungsszenarien durchgesetzt, wie immer. 1858 ohne Datum, was für die Leute im Ruhrgebiet, dass sie mal sehen, was für eine Leistung sie gebracht haben. Und das nicht, weil die Türken da geholfen haben oder sonst wer, sondern Deutsche waren das. Tiefbauzeche im Ruhrgebiet. Die Zeche Hibernia in Gelsenkirchen nimmt mit einer Belegschaft von 200 Mann die Kohleförderung auf. Es handelt sich um die erste Tiefbauzeche im Ruhrgebiet, das zu einer der wichtigsten Industrieregionen Europas wird. Der Zugang zu tieferen Abbauschichten erlaubt eine weitere ganz erhebliche Steigerung der Fördermenge. Der aus Irland ins Ruhrgebiet gekommene William Thomas Mulvaney gilt als Vorreiter des Tiefbaus. Er begann 1855 mit den Abteufarbeiten für den ersten Tiefbauschacht, dem er den Namen Hibernia gab. Bis zu seinem Tod 1885 bleibt Mulvaney einer der wichtigsten Industriellen des Ruhrgebietes. Seine Zechen Hibernia und Shamrock bei Herne sind moderne Großschachtanlagen. Hört man auch, gibt es einen Fußballclub in Irland, Shamrock Rovers Dublin. 1865 fördert dort eine Belegschaft von 1230 Mann, also 1230 Mann, bereits 330.000 Tonnen Kohle. 1858 fördern im Ruhrrevier 292 Zechen mit einer Gesamtbelegschaft von 31.572 Mann 3,89 Millionen Tonnen Kohle. Auch im Ausland wird man auf die Möglichkeiten des Ruhrgebiets aufmerksam. Viele Gesellschaften entstehen mit ausländischem Kapital. Auf der Basis der Hochkonjunktur nach 1850 steigt die Nachfrage der Eisen- und Stahlwerke. 1856 nehmen sie 17% der Ruhrkohleförderung ab. Diese wächst bis 1900 um mehr als das Zehnfache auf 59,6 Millionen Tonnen und hat großen Anteil daran, dass Deutschland als Steinkohleproduzent den Abstand zu Großbritannien spürbar verringern kann. Ja, haben zwar viele, wie wir schon lesen, an Irrat, ja, die technischen Voraussetzungen geschaffen. Andere haben finanziell dort ja reingebuttert. Natürlich nicht uneigennützig, wie immer. Aber die Muckis kamen von den Deutschen, die die Kohle nach oben gefördert haben. Ne? Sollte mal langsam wieder der Deutsche im Ruhrgebiet den eigenen Stolz entwickeln und sich nicht von irgendwelchen Rot-Links-Grünen einreden lassen, dass Türken Deutschland nach dem Krieg wieder hochgebracht hätten. So ein Quatsch. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, die 1808 entstandene Hüttengewerkschaft und Handlung Jacobi, Haniel und Huysen betreibt zahlreiche Zechen im Ruhrgebiet, darunter auch Neu-Essen, Fotografie von Hermann Günther um 1865. Da kann nochmal der Kumpels im Ruhrgebiet sich die Sache anschauen. Weiter geht's. Und jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen. Ja, sind noch vier Seiten heute. Und jetzt kommen wir wieder zur deutschen Geschichte. 26. Oktober 1858. Neue Ära in Preußen. Der 61-jährige Prinz Wilhelm von Preußen leistet vor den Vereinigten Kammern des Preußischen Landtags in Berlin den Eid auf die Verfassung.
Er tritt für den an einer chronischen Nervenkrankheit leidenden König Friedrich Wilhelm IV. Die Regentschaft an. Damit beginnt in Preußen die hoffnungsbeladene neue Ära mit ihrem gemäßigt liberalen Kurs. Im Herbst 1857 hatte sich das Nervenleiden von Friedrich Wilhelm IV. Zur geistigen Umnachtung entwickelt. Könnt ihr mal bald denken, ist die Dame heute. Leider dankt die nicht ab. Gegen den Willen der Ultrakonservativen im preußischen Kabinett rang sich Ministerpräsident Otto Freiherr von Manteuffel dazu durch, angesichts der dauernden Regierungsunfähigkeit des Monarchen, der preußischen Königin Elisabeth zu empfehlen, der König solle den Thronfolger um die Übernahme der Regentschaft bitten. Dies geschah auch am 7. Oktober. Zu Beginn seiner Herrschaft zeigt sich Prinz Wilhelm seit der Revolution 1848 in demokratischen Kreisen als Kartätschenprinz verhasst, zu einem neuen Kurs entschlossen. Obwohl vom König ermuntert, den Eid zu verweigern, schwört er, die Verfassung des Königreichs fest und unverbrüchlich zu halten und in Übereinstimmung mit derselben und den Gesetzen zu regieren. Am 5. November ersetzt der neue Regent das konservative Kabinett Manteuffel durch ein Ministerium unter Führung von Karl Anton Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen. Die eigentliche Leitung der Geschäfte liegt aber in der Hand von Rudolf von Auerswald, einem der beiden leitenden Minister des Märzministeriums von 1848. Zwar handelt es sich dabei um kein liberales Kabinett, aber immerhin um eine Regierung, welche die Rechte des Landtages stärker beachten will als in der Ära Manteuffel. Seine Regierungsgrundsätze erläutert Prinz Wilhelm am 8. November in einer Ansprache an das neue Staatsministerium. Wir werden bemüht sein müssen, bei den veränderten Prinzipien der Rechtspflege das Gefühl der Wahrheit und der Billigkeit in alle Klassen der Bevölkerung eindringen zu lassen. In Deutschland muss Preußen moralische Eroberungen machen, durch eine weise Gesetzgebung bei sich, durch Hebung aller sittlichen Elemente und durch Ergreifung von Einigungselementen, wie der Zollverband es ist. Das Regierungsprogramm ist eine Absage an die Ultrakonservativen und ihre klerikale Schul- und Kirchenpolitik. Die Ankündigung neuer Initiativen zur Schaffung der deutschen Reichseinheit stößt bei der liberalen Öffentlichkeit auch in den süddeutschen Staaten auf eine breite Zustimmung. Und da haben wir den Herrn Wilhelm I. nähert sich unter dem Einfluss seiner Gattin Augusta von Sachsen-Weimar, die er 1829 heiratet, liberalen Kreisen an und verfolgt als preußischer König eine gemäßigt reformorientierte Politik. Gemälde von Gottlieb Biermann, Historisches Museum Rastatt um 1880. Da haben wir den Kaiser mit seinem typischen Bart. Ich hoffe, man kann es gut erkennen, das Bild. So, weiter geht's. Mit einem Artikel ohne Datum. 1858, Zentrum des Pferderennsports. Es wird wieder sportlich. Mit dem Badener Jagdrennen, dem unter anderem die Prince of Wales Stakes, das Fürstenbergrennen und das Zukunftsrennen folgen, beginnt die Tradition des Rennplatzes in Iffezheim bei Baden-Baden. Deutschland verfügt über so viele Rennvereine und Rennplätze, dass die Organisation des Pferderennsports von der in Frankreich gegründeten Société d'Encouragement pour l'Amélioration des Races de Chevaux en France übernommen wird.
Man hat mittlerweile auch auf der deutschen Seite die Wechselwirkung von Zucht und Sport voll erkannt. Und auch die von Sport und Reitergeist. In Preußen werden die Jagdrennen von militärischer Seite für Offiziere empfohlen. Heute wird in Hessen die Gestüte abgeschafft, müssen die Hengste verkauft werden. Und warum? Weil ein Herr Al-Wazir das will. Es wird alles, was deutsche Tradition und Kultur ist, Stück für Stück von diesen Migranten, diesen angeblich Deutschen, kaputt gemacht. Angeblich wegen den Kosten. Aber wenn es um die Migranten geht, können die Kosten gar nicht hoch genug sein. Ja, hier haben wir noch ein Bild. Jockeys beim Training mit unerfahrenen Rennpferden. Kolorierte Lithografie von Sturges aus The Boy's Own Paper um 1880. Aber Bild, da haben wir das Bild. Ich hoffe, man kann es gut sehen. So, ich denke, das müsste gereicht haben. Dann noch mal zwei kleine Randbemerkungen noch. Vom 1.9.1858. Französische Kolonialtruppen erobern die Stadt Da Nang im Kaiserreich Annam, heute Vietnam. Mit diesem Sieg beginnt die Eroberung Cochinchinas. Entschuldigung, aber das ist ziemlich klein geschrieben. Da muss ich wieder, selbst mit der Lupe genauer hingucken. 13.09.1858. Vor Neufundland sinkt das Schiff Austria, der Hamburger Habak-Reederei. 495 Menschen, in der Mehrzahl Auswanderer, kommen bei dem Unglück ums Leben. Ursache war das sogenannte Räuchern, eine Desinfektionsmethode, bei der Teer zum Rauchen gebracht wird. Und jetzt geht's weiter mit England und ihrer Kolonialherrschaft. Und das ist ein Bild dabei, wo man sieht, die haben es auch nicht anders gemacht als wir in Kriegen. Das würde dann sehen. 1. November 1858. England übernimmt offiziell die Herrschaft in Indien. Der britische Generalgouverneur von Indien, Charles John Earl Canning, veröffentlicht in Allahabad eine königliche Proklamation, wonach die Regierungsgewalt in Indien auf die englische Krone übergeht. Damit übernimmt Großbritannien nach der Niederschlagung des Sepoya-Aufstandes nach langjähriger faktischer Herrschaft nun auch formell die Macht in der Kolonie Britisch-Indien. Überschrift: Unruhen in der Armee. In der britisch-indischen Armee stehen 16.000 europäische und 200.000 indische Soldaten unter britischem Oberkommando. Einheimische Offiziere führen die indischen Regimenter, die sogenannten Sepoys, bis zur Kompanieebene. Der weitere Aufstieg ist für die indischen Offiziere stark beschränkt. Auch in der Besoldung werden indische und europäische Soldaten ungleich behandelt. Hinzu kommt die Furcht vor einer westlichen Überfremdung. Die Annexion des Fürstentums Oudh durch den britischen Generalgouverneur im Jahre 1856 sowie Landreformen der Kolonialmacht, die viele Inder als ungerecht empfinden. Gegen diese Bevormundung hatten sich ein Jahr zuvor einige indische Regimenter erhoben. Zentren der Unruhen waren die Garnisonen Meerut, Lucknow und Delhi. Der Süden und Nordwesten Britisch-Indiens bleibt dagegen ruhig. Den britischen Truppen gelang es, mit Hilfe ihnen loyal ergebener Sikhs und Gurkha-Truppen die Aufrührer zu besiegen. Ihr Vorgehen war brutal, wie ein Augenzeugenbericht belegt. Damit aber die Vollziehung des Todesurteils auf die Zuschauer mehr Eindruck hervorbringe, wurden die Meuterer vor die Mündungen blind geladener Kanonen gebunden. Das Losschießen derselben führt zwar den augenblicklichen Tod jener herbei und ist insofern der nicht immer gleich sicheren Exekution vorzuziehen. Der Anblick der Zerfetzung der Leiber,
deren zerrissene Stücke in die Luft fliegen, hat aber für den Zuschauer etwas weit Schrecklicheres. Tja, aber wir waren nur die Bösen. Wenn wir Kriege geführt haben, die blutig waren, wo wir kompromisslos waren, vielleicht auch hier und da über das Ziel hinausgeschossen haben, sind wir heute Kriegsverbrecher. Wir werden für alle tausende Jahre verdammt sein und was weiß ich was uns da von bestimmten Leuten eingeredet wird. Die Briten haben es mit anderen Völkern genauso gemacht, wenn sie ihre Ziele durchsetzen wollten und wenn sie Gegner besiegen wollten. Ne? Können sich alle an ihre eigene Nase fassen. Noch einmal eine Überschrift: London reagiert schnell. Der Aufstand erschüttert die Machtbasis der Engländer in Indien. Es wird deutlich, dass die Zahl britischer Truppen und Soldaten im Verhältnis zu den indischen Einheiten zu gering veranschlagt war, auch wenn die meisten indischen Soldaten loyal blieben. Die Verhältnisse zwischen britisch, europäischen und indischen Einheiten werden nach dem Aufstand verändert. In Bengalen beträgt es fortan 1 zu 1, in Madras und Bombay 1 zu 2. Die Regelung, dass nur Briten Positionen als Stabsoffiziere bekleiden können, bleibt allerdings noch bis 1917 bestehen. Für die britische Indienpolitik hat der Aufstand weitreichende Konsequenzen. Der letzte Großmogul Abul Muzaffar Siraj ad-Din Muhammad Bahadur wird abgesetzt und stirbt 1862 in Birma. Der im Jahre 1600 gegründeten britischen Ostindien-Kompanie werden alle Rechte und Privilegien entzogen. Der Generalgouverneur fungiert als Vizekönig der indischen Fürstentümer. Ihm steht ab 1861 ein gesetzgebender Rat zur Seite. Auch in der Heimat kommt es zu Veränderungen. In London wird ein Indienministerium eingerichtet, das die Kontrolle des Parlaments über Indien sicherstellen soll. Im Jahre 1877 nimmt Königin Victoria den Titel Kaiserin von Indien an. Tja, wie gesagt, die Briten waren nicht zimperlich. Und wir werden dann noch ein paar Bilder sehen mit diesen Kanonengeschichte und dann, wie sie Leute aufgehängt haben. Kommen wir mal hin. Makaberes Schauspiel. Um eine möglichst große Abschreckung auf andere indische Truppenteile zu erzielen, werden Aufständische vor Kanonen gebunden und regelrecht zerfetzt. Zeichnung um 1857. So haben's die Briten mit ihren Gegnern getrieben. Ja. Da sehen wir's, wie sie vor den Kanonen hängen. Und dann haben wir noch ein Bild. Indische Angehörige des Sepoya-Aufstandes werden am Galgen hingerichtet. Die endgültige Niederschlagung durch britische Truppen erfolgt am 18. Juni 1858. Fotografie um 1857. Und da sehen wir, wie sie am Galgen baumeln, die Gegner der Briten. Als wir das getan haben, waren wir ganz böse, böse Menschen. Nur die Briten sind glorreiches Kolonialvolk. Und die britische Queen feiert immer ihr Empire immer noch, ihr Commonwealth. Und der doofe Deutsche, jedes Ding von der britischen Königsfamilie wird einem vorgezeigt. Als ob das unsere Regierung wäre. Ne? Ja, der 10.12.1858, das letzte im Jahre 1858 in diesem Buche. Frankreich und das Königreich Sardinien, Piemont, unterzeichnen einen Bündnisvertrag. Er ist dem Wortlaut nach ein reines Defensivbündnis. Tatsächlich jedoch eine Bekräftigung der im Juli 1858 beschlossenen Vertreibung der Österreicher aus Norditalien. Ja, das war's für heute. Es ist nicht ganz so lange geworden. Das Jahr 1858 ist zu Ende. Und morgen geht's dann mit dem Jahr 1859 weiter. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es war informativ. Und ja, heute haben wir
erleben können oder erfahren können, wie es auch andere getrieben haben, wenn sie Kriege geführt haben. Die sind auch nicht mit Blumen gekommen und haben gesagt Halleluja, sondern sie haben teilweise, ja, wie soll ich sagen, tja, heute würde man sagen, kriegsverbrecherisch durchgezogen. Dafür würde heute kein Brite mehr in den Boden versinken. Okay, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Haltet die Ohren steif und bleibt kämpferisch. Euer Egon.